Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir wollen zurückblicken auf eine wunderschöne Reise durch die Schweiz und durch Österreich und das alles zeigen wir euch nach unserem Intro. Um alle Tricks und Kniffe und auch Reisekosten zusammenzufassen, da werden wir uns jetzt in die Richtung begeben, nämlich da steht der Bulli und werden uns da reinsetzen, denn hier draußen ist es doch recht kalt. Also alle Einzelheiten dann aus unserem Auto. Wir haben es uns in unserem Bulli bequem gemacht, denn das können wir jetzt wieder. Das werden wir euch mal in einem Abschluss VW-Video, genau. Bulli erzählen, warum das jetzt so ist, wie es ist. War eine ganz witzige Geschichte. Weil das passt hier einfach nicht rein. Genau. Ja, wir haben eine wunderbare Sommertour auf jeden Fall hinter uns gebracht. Wir waren froh, dass wir sie gemacht haben. Ja, auch wenn es Corona-mäßig ja immer, so wenig wie möglich, am besten reisen und so weiter. Aber ich finde, man muss auch mal zwischendurch raus und wenn man auf sich aufpasst und auch vor allen Dingen auf die anderen natürlich aufpasst, also sprich mit Abstand halten, mit besondere Maske und so weiter und so fort, dann denke ich, geht das schon. Aber wichtig ist, dass wir es natürlich weiterhin machen. Genau, und das haben wir weiterhin vor und genau. Wir halten uns auf jeden Fall dran. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Rückblick, was wir so an einer, welche Route wir gemacht haben, welche Kosten wir insgesamt haben. Und dann natürlich, welche Tipps wir euch geben würden für unser Schweiz-Österreich-Urlaub. Muss man dazu sagen, wir haben ja beide Sachen gemacht. Genau. Insgesamt waren wir 19 Tage unterwegs. Also war eine ganze schöne Zeit. Ja, 3600 Kilometer sind wir gefahren. Genau, richtig. Haben viele, viele schöne Plätze besucht. Genau. Sage ich mal, es waren Freistehplätze dabei, es waren Campingplätze dabei, aber es waren auch, ich glaube, Wohnmobilistenplätze waren auch dabei, genau. Richtig. Wir haben diesmal einfach alles mitgenommen, was es so gibt auf dem Markt und haben Einfach alles mal durchgecheckt und teils natürlich kostenlos, teils natürlich auch musste man halt dementsprechend bezahlen. Da kommen wir aber noch zu den Unterkünften dann dazu. Genau. Ja, was soll man sagen, also die Strecke ging ja los, dass wir erstmal in Euskirchen gestartet haben, weil wir gesagt haben, die Tour, die zeigen wir euch nicht. Dann geht es runter zum Bodensee. Vom Bodensee sind wir dann... Am Bodensee haben wir erstmal ganz liebe Leute getroffen, nämlich Iris und Uwe natürlich. Ja, in diesem Sinne auch nochmal schönen Gruß an die beiden. Genau. Es war ein toller Abend mit euch, also das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau, dann ging es, wie gesagt, weiter in die Schweiz, haben am Walensee eine Nacht verbracht. Also das heißt, wir sind auch dort Autobahn gefahren. Das würden wir auf jeden Fall immer wieder tun, dass wir die Vignette holen. Die kostet knappe 40 Euro für ein Jahr und damit kannst du Autobahn fahren, weil die ganze Zeit über Landstraße duscheln. Du fährst die Pässe, da bist du froh, wenn du irgendwann mal auf der Autobahn fahren kannst. Es ist zwar schön, auch mal abseits der Wege zu fahren, weil das haben wir nämlich 2018 gemacht. Mh. Das war mega gut und haben auch ganz, ganz viel schöne Natur gesehen. Aber wenn du weißt, wo du halt hin willst oder sowas, dann ist es halt schon einfacher, du nimmst dir die Autobahnplakette. Genau, danach sind wir ja zum Albula-Pass gefahren, haben dort zwei schöne Nächte verbracht. Dann Italien, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, da lang zu fahren. Das waren auf jeden Fall, die nächsten Dingens waren alles Freistehplätze. Ja, da nochmal an euch alle auf jeden Fall, was ihr sozusagen, wenn ihr auch frei steht, dann bitte verhaltet euch so, dass der Platz natürlich wieder sauber hinterlassen wird. Entweder sauberer oder so, wie ihr ihn vorgefunden habt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil auch wir wollen ja alle noch ein bisschen Spaß dran haben. Und wenn es dann immer mehr Regeln gibt, das ist ja eh schon sehr strapaziös dieses Jahr, weil es halt viel, viel mehr Camper gibt. Und wird sehr, sehr, mit einem Auge gesehen, was die Leute natürlich nicht so unbedingt mögen, dass da überall Wohnmobile rumstehen. Ne? Genau, es wird halt immer schwieriger, deshalb heißt es, freistehen heißt nicht campen. Und das ist wirklich das Auge. Genau, kein Campingverhalten. Ja, wie gesagt, dann muss man sagen, wir haben was vergessen. Wir sind ja gar nicht vom, vom Walensee sind wir ja gar nicht zum Albula-Pass. Wir haben den Gigabytesee vergessen. Ja, der Stausee war gigantisch. Da haben wir ja die erste Nacht alleine gepennt, das ist recht ungewöhnlich, weil ich überlege gerade, wo wir in Italien waren,
Selbst da haben wir alleine. Ja, zwei Wir schauen. Plätze hatten wir. Ansonsten haben wir nie alleine gestanden. Also das muss man auch sagen. Es war halt ein Genau, besonderes Jahr dieses Jahr. Ja. definitiv. Aber es hat uns ein bisschen an das letzte Jahr in Norwegen erinnert. Ja. Da standen wir auch eigentlich nie alleine. Wir Ja. standen nie alleine. Nee. Ja, dann ging es ja dort weiter an den ins Tessin. Da haben wir mal wirklich auch einen Campingplatz besucht. War auch sehr schön. Wie gesagt, wir kommen zu den Unterkünften noch. Wir gehen jetzt nur die Strecke durch. Vom Tessin ging es zum Steingletscher. War richtig klasse. Mega, das ist atemberaubend. Dann haben wir eine tolle Tour eigentlich gemacht, weil wir dann nach Tirol gefahren sind und das ging sehr, sehr lange. Also hätte ich mir nicht Ja. für möglich gehalten. Da waren wir dann beim Achensee und vom Achensee nach dem Ossijarer See, das war dann noch schlimmer, wo man sich denkt, meine Güte, also da wäre man doch schneller gewesen, man wäre nach Deutschland gefahren und dann wieder zurück nach Österreich. Das hatte uns das Navi auch vorgeschlagen, aber wir haben gesagt, ach nee, machen wir mal nicht. Sehen wir mal Genau. lieber noch was von den Landschaften. War auch definitiv schön und war auch viel zu sehen, aber es ist halt schon eine Duckelei, also eine Tuckerei, Genau, also. dann ging es ja zurück vom Ossijarer See über den Hohen Tauern, glaube ich, Katschberg, glaube ich, ist das Ding. Und dann sind wir noch nach Passau gefahren. Ja, und dann ging es für uns noch weiter bis nach Hof, einmal in Harz rein. Aber das haben wir euch alle nicht gezeigt, weil bei uns Genau. war ja Passau Ende. Ja. Das war die ganze Strecke, war richtig schön zu fahren. Wir würden auf jeden Fall sagen, nimmt die Maut-Vignette von der Schweiz, von Österreich sowieso, weil die 9,50 € die es kostet, das ist absolut ein Ja, Schnapper. genau. Aber wo wir jetzt gerade bei den Kosten sind, die wollen wir euch natürlich auch mal sagen. Also insgesamt haben wir für die gesamte Reise 1542 Euro ausgegeben. Also Für zwei Personen. pro Person pro Tag 41 Euro. Genau, also wenn man es im Schnitt rechnet, ist es, denke ich, sehr, sehr gut. Also das sind so unsere normalen Reisen auch, was wir so an normalen Ausgaben haben. Was Ja. interessant ist, ist, dass der Posten Lebensmittel der höchste Posten ist. Also wir Das war geben auch bei wirklich. Norwegen letztes Jahr so. Immer wieder das Gleiche. Also Lebensmittel ist sehr Genau, teuer. also da nicht Lebensmittel ist teuer, sondern da geben wir Geld aus. Da ist Genau. es uns wichtig, dass wir gute Lebensmittel Ja. bekommen. Und deshalb, wenn ihr jetzt gleich zu Unterkünften kommt, wir haben sage und schreibe 5 Unterkünfte bei 19 Tagen. Also da muss man einfach sagen, da sieht man schon. Ja, was haben wir denn, weil wir ja noch auf der Straße waren, was haben wir denn bezahlt beim Diesel? Ja, beim Diesel hatten wir ja diese 3000. Genau, 3600 Kilometer, richtig. Einfach mal wieder runterscrollen, Da dann haben wir sieht man jetzt es doch. 336 Euro für hingeblättert. Also natürlich haben wir natürlich noch mitgeheizt und so weiter. Logischerweise kam das natürlich dazu. Aber bei Spritpreisen teilweise unter 1 Euro, ja, ist das, glaube ich, vollkommen Da in Ordnung. lachtet Kemp bei Herz. Definitiv, ja. Ja, Lebensmittel 655 Euro, Genau, aber da größter waren, Anteil. genau, waren auch die, wir haben überall eigentlich, wir waren fast immer frisch eingekauft. Trotz Corona haben wir gesagt, das machen wir. Zu Hause machen wir das ja nicht mehr, aber da haben wir es noch getan. Genau. Ja, Ja. dann haben wir die Unterkünfte. Da zählt sowas natürlich dazu wie Stellplätze und natürlich auch Campingplätze. Da sind wir insgesamt auf 205 Euro gekommen. Also finde ich für die 5 Nächte auch gar nicht so schlecht. Naja, die 5 Unterkünfte. Oder die 5 Unterkünfte. Ach ja, so rum war es. Fünf Genau. Unterkünfte, es waren ein paar Nächte mehr Genau, natürlich, beim klar. Berghof, da haben wir, Seecamping Berghof, Ossijarer See, haben wir 114 Euro für 4 Nächte bezahlt. Aber inklusive Kurtaxe und Strom, das ist ja alles mit dabei. Genau. Campo Felice, das sind 42 Euro gewesen, inklusive Strom und auch die Kurtaxe. Genau, Und richtig. da muss man natürlich noch sagen, und da kommt auch noch natürlich diese Umrechnungsgebühr, weil normalerweise bezahlt man ja in der Schweiz Schweizer Franken. Richtig, genau. Ja, wir haben natürlich was erlebt. Auf dem Steingletscher. Also Steingletscher, genau. Das Genau. ist wichtig, da habe ich den Hinweis. Viele YouTuber bezahlen für 5 Euro oder für 5 Schweizer Franken. Nein, ihr Das ist müsst nicht richtig. dafür das Doppelte bezahlen, weil ihr theoretisch nur bis 23:59 Uhr da stehen dürft und dann müsst ihr da runter. Das heißt, mitten in der Nacht heißt es abreisen für euch. Also kauft lieber ein Ticket, was 2 Tage gültig ist. Genau, also 10 Euro und wenn Genau. ihr Schweizer Franken in Münzen, ihr müsst leider Münzen haben, ihr nehmt keine Karte oder so, Nein. dann, wenn ihr 10 Schweizer Franken in Münzen habt, dann nutzt die, ist nämlich günstiger, der Schweizer Franken ist ja günstiger als der Euro. Genau. Ja,
Achensee 29 Euro für eine Nacht war für uns ganz in Ordnung. Und wie gesagt, Berghof. Berghof dann auch noch mit 114 Euro. Das hatten wir ja schon. Ja. Dann hatten wir noch weitere Kosten, weil wir natürlich auch was erleben. Und das muss man einfach dazu sagen. Wir haben zum Beispiel zum ersten Mal, mein Mann hat mir wirklich den Gefallen getan, aber weil er es auch, glaube ich, selber machen wollte. Wir sind mit der Rätischen Eisenbahn gefahren. Das haben wir in unserem Winterurlaub gesehen, von Bergün nach St. Moritz. Das war natürlich mega gut. Also über die Viadukte. Definitiv. Ist ja der Albula-Linie. Richtig genial gewesen. Das empfehlen wir euch auch. Vielleicht solltet ihr zwei Stationen noch mehr machen. Habt ihr den Filisur noch mit dabei? Muss man mal gucken. Aber kostet dann dementsprechend ein bisschen mehr. Also wir haben für diesen Abschnitt, war ja auch knapp 33, 45 Minuten Bahnfahrt. Ja, war ein bisschen. Ich glaube 45 Minuten Bahnfahrt, eine Strecke und dann halt auch wieder zurück. Und wir sagen 66 Euro. Für zwei Personen hin und zurück. Genau. Dann hatten wir noch sonstige Kosten mit 103 Euro. Genau. Ich zeig mal eins davon. Also, das wären sowas wie zum Beispiel Sonnenbrille und so weiter. Ja, und das sind diese. Wir haben nur Sonnenbrille. Nur die Sonnenbrille. Mehr haben wir gar nicht bezahlt. Mhm. Was wir bei den Lebensmitteln muss ich dazu sagen, da sind natürlich auch Essen gehen mit dabei. Also wir sind auch mal ab und zu essen gegangen. Ja. Oder haben, ja, bei Euskirchen haben wir, oder wir waren auch in Berghof, also in Ossiacher See, waren wir essen. Auf den Gerlitzen. Gerlitzen, das sind in den Lebensmitteln natürlich mit dabei. Genau. Ja, dann haben wir für die Kärntenkarte, die musste man bar bezahlen. Die Kärntenkarte ist in Österreich gültig und man kann dort halt viele Bahnen und viele... Und zwar in? In Kärnten natürlich, logischerweise, wie der Name ja auch schon sagt. Also viele Bahnen und auch viele Attraktionen kostenlos mitfahren oder halt mit viel Rabatt. Und da haben wir für uns beide zusammen für eine Woche 82 Euro noch dazu bezahlt. Und das ist von uns definitiv eine Empfehlung an euch, weil die Bahnen selber sind natürlich sehr teuer. Und da macht es schon Sinn, sich die Kärntenkarte zu organisieren. Wenn man weiß, man fährt eh nicht Bahn oder irgendwas, dann ist es natürlich überflüssig. Aber ich gehe davon aus, ihr wollt auch in Österreich was erleben. Also macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, die Badewelt, das ist jetzt unser persönlicher Luxus noch gewesen, gleich am Anfang. Genau, für das Runterkommen in den Urlaub gut starten. Genau, haben wir 95 Euro bezahlt, weitaus mehr als sonst, aber das ist Corona-bedingt, normalerweise ist das günstiger. Das sind die Kosten. Ja. Jetzt kommen wir schon zu Tipps und Tricks eigentlich. Genau. Ja. Welche Tipps? Ich fange mal an. Ja. Und zwar... Definitiv, weil wir das als letztes hatten. Kärntenkarte. Stefan hat es kurz ausgewählt. Wie gesagt, die kostet eine Woche 41 Euro. Ich glaube, zwei Wochen sind so bei 72 Euro, wenn wir das richtig haben. Genau. Wir blenden euch mal die Adresse hier unten ein. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Es gibt sogar eine Winterkärntenkarte. Mhm. Und wir sind die Gerlitzen ja jeden Tag, bis auf den letzten, jeden Tag hochgefahren. Wir haben schon ab dem zweiten Tag war die Karte bezahlt. Wenn wir die anderen Bahnen dazu nehmen und wie gesagt, du kannst das den Schiff einmal am Tag, mehrmal am Tag sogar nutzen. Ja. Du kannst, kriegst viele Rabatte, du kannst auf die Burgen drauf, kriegst, also das lohnt sich definitiv. Also wenn ihr in Kärnten allgemein, aber wir würden euch immer den Ossiacher See natürlich empfehlen, ja, dann definitiv die Kärntenkarte kaufen. Das lohnt sich. Also wir waren das jetzt zum dritten Mal da. Wir haben zum dritten Mal die Kärntenkarte gekauft. Genau. Ja, zum mein Tipp sozusagen für euch. Richtet euch so ein bisschen nach dem Wetter. Guckt da nicht so genau, so nach dem Motto, die Route, genau die will ich genau so machen. Das macht keinen Sinn. Wir hatten dadurch, dass wir immer wieder an verschiedenen Plätzen waren und uns auch nach dem Wetter gerichtet haben, wirklich zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, also ein bisschen mehr mit den Wochenenden dazu, perfektes Wetter gehabt. Naja, zwei Wochen, weil wir hatten nur zwei Regentage. Genau, also wirklich, das war super. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, guckt nicht auf die Strecke, sondern guckt euch da an, wo das Wetter besser ist. Und natürlich, macht euch natürlich in der Schweiz und auch in Österreich Punkte, wo ihr hin wollt. Und dann macht das natürlich schon Sinn, dort dann auch hinzufahren oder halt meinen anderen Platz, aber man hat sich ja vorher schon ein paar Gedanken über Orte gemacht. Sollte man machen. Genau. Und auch, ihr wisst ja genau, momentan Corona bedingt, wir sind ja in der Corona-Zeit immer noch, die Wetterdaten sind eh nicht so ganz richtig. Ja. Also, wir haben es auch mit dem Steingletscher zum Beispiel einfach versucht und dann und haben wir gesagt, wir wurden belohnt. Mega gut. Also, ja. Das Video, wie gesagt, ist ja hier oben verlinkt, also guckt es euch nochmal an. Ja.
Oder guckt euch einfach mal das Drohnenvideo Schweiz von oben an. Dann Ja. seht ihr eigentlich, was für bombastisches Wetter wir immer gehabt haben. Also es Genau. hat sich definitiv da gelohnt. Was sich auch lohnt, das muss man immer wieder sagen, das haben wir zum ersten Mal gemacht. Das ist nämlich ganz am Anfang gewesen. Das war zum Beispiel der Obsthof bei Markdorf. Ja. Das haben wir zum allerersten Mal, dass wir in solche Sachen überhaupt gefahren sind. Und das war so Das war ein genial. Tipp im Endeffekt von Iris und Uwe, die sich mit uns dort treffen wollten. Und ja, das war also mitten in den Obstplantagen super. Also lässt sich auf jeden Fall empfehlen und das war wirklich eine schöne Nacht dort und auch ein schöner Abend, also sehr idyllisch. Genau. Genau. Und wie gesagt, für 10 Euro, das ist ein Schnapper. Und das sollte man, guckt mal in der Park von Night, diese Bauernhöfe. Es gibt ja das Landvergnügen, auch Ja. wieder Iris und Uwe, da definitiv ganz vorne weit weg, mit dabei. Aber es gibt auch bei Park von Night diesen Diese, Bauernhof. genau, Bauernhöfe oder Obsthöfe und so weiter, Und die halt zwar vielleicht auch bei Landvergnügen mitmachen, aber sie können auch teilweise, man kann auch teilweise so hin. Das muss man halt dann gucken, ob das erlaubt ist also oder das nicht. haben wir jetzt gesehen, das werden wir uns vormerken, da wollen wir öfters mal hin, weil es ist absolut genial gewesen. Und für Also 10 Euro war das das in ist ja ein Ordnung. Schnapper. Genau. Ja. Sonst kann man nur sagen, nutzt auch die Möglichkeiten. Also wir haben, wie gesagt, die Rhenische Eisenbahn genutzt, weil einfach mal was machen, erleben. Wir haben ja unsere E-Scooter bei gehabt. Wir sind War auch wirklich, mega gut. gerade am Ostseeer See sind wir jedes Mal damit umhergefahren. Also das war richtig schön. Das war sehr schön, ja. Und wir können nur sagen, im Großen und Ganzen hat uns der Urlaub richtig gefallen. Ja, für das viele Gucken und so weiter natürlich herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich weiß, das war jetzt hier so ein bisschen so das Laber-Video, aber vielleicht hilft es euch ja nochmal, um da nochmal ein bisschen zu gucken, Mensch, wo könnte ich mal hin oder so. Wir haben das Ganze einfach jetzt hier nochmal zusammen, ja, gefasst, sage ich mal, für euch. Genau, diese ganzen Kosten, die wir hatten, inklusive die ganzen Stellplätze, die gibt es auf unserer Intranet-Seite, Internetseite, genau. Internetseite, www.kreuzfahrtcamper.de. Genau. Da könnt ihr nochmal nachschlagen, da seht ihr das alles. Es kann sein, wenn ihr gerade auf die Seite geht, also ihr guckt das Video on top an dem Tag, wo es rauskommt, und ihr guckt nochmal, es kann sein, dass es noch nicht da ist, Ja, aber. wir sind dabei, das dann natürlich dann online zu Genau. stellen. Also Ja. es wird noch im Jahre 2020 drauf sein. Weil ich weiß, das Video Richtig. kommt Ende des Jahres, deshalb kann ich das sagen. Ja, wir hoffen, euch haben die Tipps und Tricks gefallen. Ihr wisst ungefähr, was sowas kostet. Wie gesagt, wir haben da wirklich schöne Tage verbracht. Sehr schön, ja. War ja die Ich letzte große Reise. fahre hier gleich runter. Wir stehen hier auf so einem Poller. Warum auch immer die See kam, aber warum wir das gemacht haben. Ja. Ich halte ihn einfach fest, Damit damit wir ein bisschen höher stehen. Aber genau. egal. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Teilt das Video gerne, damit auch andere nochmal Ideen haben. Ganz wichtig ist am Schluss immer zu sagen, dass ihr alle gesund bleiben sollt. Genau. Das. Und was ich noch dazu sagen will, wenn ihr natürlich selber Tricks dann habt oder so, schreibt es gerne unter das Video, denn da haben auch andere gleich was davon, wenn sie Also sich die Kommentare durchlesen. in die Kommentare, nicht unter Genau. das Video, weil da Naja, könnt das ihr ist ja nichts schreiben, also klar. in die Genau. Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, das war's von uns und wir wünschen euch allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao! Ciao!